geil sieht der denn hier aus, Alter? Richtig so ein Mongo, ey. Wahrscheinlich spiele ich jetzt in der Zeit. Das finde ich richtig, das würde ich richtig cool finden. Ach, ist ja geil. Sogar in der Vergangenheit dann nochmal. Alter, das erinnert mich voll an Narnia gerade. Wir müssen 10 Orks besiegen. Los, kommt Orks, kämpft gegen mich. Ihr habt auch eh keine Chance. 8. Ey, ohne Scherz, das sieht wirklich aus wie Narnia, oder? Das war auf jeden Fall ein heftiger Kampf und die Elfen, die haben uns... Die Elben, ich sagte die Elfen auch noch. Die Elben haben uns nicht geholfen. Und das hat Thorin oder nimmt Thorin ihm denen übel. Hüa, stirbt die hässlichen Missbildung. Ah. So, 3 Stück noch. Oh, sehr schön. Knochen haben wir gar nicht. Noch gar nicht. Brauchen wir vielleicht auch bald schon. Also immer alles schön einsammeln. Das Level ist hier noch größer, okay. Aua, was ist das denn hier? Achso, das sind die Kräfte, die mich immer wegstoßen. Sag das doch. Herz, Herz, brauche ich gar nicht. Sie schützen mich, damit ich gegen ihren Anführer antreten kann. Azog, der Schänder. Warum flieht er? Der bleiche Ork. Jetzt 5 beritterte Orks oder was ist das hier? Oh ja, das sind Ritter-Orks quasi. Also mit der besten Ausrüstung sollten sie eigentlich sein. Stirb! Ah. Okay, hinter mir noch zack. Aber die anderen Gegner kommen natürlich auch noch. Doch die muss ich primär nicht zerstören. Da ist wieder einer. Zack. Jetzt sind es nur noch 2 gleich. Hä? Achso, ich dachte, das wäre ein Ork, Alter. Das wäre ja voll fail gewesen. Das erinnert mich total an Narnia gerade. Auch diese Kombination mit den eigenen Partnern. Wer das Spiel kennt, die Chroniken von Narnia, habe ich auch let's played. So, jetzt geh aber wieder runter von mir. Ich will hier nichts mit dir zu tun haben eigentlich. Okay. Kommt her, Orks. Greift mich an. Der ist weggeflogen. Ich glaube, wenn die Gegner den Gegner töten, wenn die Verbündeten die Gegner töten, jetzt haben wir es geschafft, dann zählt das quasi nicht. Was hat der denn? Oh, Bogenschützen holt er. Okay, 2-2-1, die Grünen. Sag nicht, das ist, oh ja, das ist der eine, dieser geknechtete Sklave hier. Warte, hier, Fragezeichen, bitte. Stell dich dieser Gefahr nicht allein. Du kannst diesen Feind nur mit Kumpelangriffen besiegen. Weiter. Drücke O, um dich mit einem Kumpel zusammenzutun und drücke dann 4, um anzugreifen. Kumpel, das ist auch ein nettes Wort. Kumpel. Naja, man sagt in der Schlacht doch eher Verbündeter. Und nochmal. Diese Unterhose trage ich auch. Scheiße, was? Ich habe ihn noch getroffen. Ja, Alter, total episch. Geil, wie er da auch einfach liegt. Ach, hier brauchen wir wieder Partner, um das zu öffnen. Boah, ich bin tot. Die scheiß Bogenschützen. Ich glaube, ich kann aber, wenn ich Glück habe, die ganzen... die ganze Kohle aufheben. Das, was ich verloren habe eben. Boah, Slow-Motion-Action. Und hier sind die goldenen Retter. Rüstung sehr hoch. Hier. Ja. Ah, geil, Alter. Das ist ja cool. So wie Star Wars The Force Unleashed, was ich gerade auch let's playe. Du verlierst gegen mich. Und jetzt bist du tot, du Ork. Pink Pisser. Ich will immer so ein Wort sagen, das hört sich aber nicht gut an, wenn ich das sage. Weil es böse ist. So, 2. Was sind die Grünen? Was sind die Grünen? Bogenschützen, glaube ich, oder? Kann ich jetzt vielleicht reingehen? Ich weiß es nicht. Ach, ich baue mir jetzt einen Weg nach da oben vielleicht. Warte, wen habe ich noch? Den hier, der kann aber auch nichts. Weiteres, sonst habe ich... Ich habe Dori Jung, bringt mir nichts. Ich habe... Thorin bringt mir nichts. Die bringen mir alle nichts. Ich gehe mal hier mit dem rein. Ach ja, da... Nee, da draußen sind noch ein paar Sachen. Ich dachte eben, die wären zum Craften da, aber war es nicht. Vielleicht muss ich mich kombinieren hier. Ach so, das ist die Person hier wieder. Kennen wir ja. Zack. Und jetzt sind sie draußen.
Das sind die Wächter, die im Notfall kommen quasi, wenn alle anderen Trupps wieder mal versagt haben. Diese Schlacht ist... Das ist immer so das Ding, man gewinnt quasi in manchen Spielen, zum Beispiel, sage ich jetzt mal Naruto, man gewinnt Kämpfe, allerdings die Story, in der Story verliert man und dann verliert man trotzdem, das ist immer so ein bisschen komisch, weißt du, was ich meine? So, jetzt komm mal her hier, ich muss mich mit einem kombinieren. Jetzt wird es auch etwas schwerer, weil die... weil der auch ein bisschen freilebender ist, beziehungsweise der ist jetzt wirklich freilebend. Ja, zieh dich aus! Nein! Das hört sich gay an! Ja. Wir haben ihn getroffen. Und er hat kein Herz verloren. Aber du verlierst ein Herz! Oh, schon wieder gestorben. Und dieses Mal haben wir nichts... kein Geld verloren. Das ist schade. Beziehungsweise wir haben es verloren, aber wir können es jetzt nicht einsammeln. Und ich bin schon wieder gleich tot. Was ist denn hier los? Ich wollte gerade noch tauschen. Ah, warte. Ja, hat geklappt. Jetzt hat er mir wieder was abgezogen, dieser... dieser Pene. Schon wieder bin ich gestorben. Zieht das gerade nichts ab, oder wie? Hallo, komm. Wir müssen uns kombinieren. Nein, du. Jetzt komm doch her. So. Und jetzt... Dammit! Stirb! Mann, warum haben die Zwerge hier keine richtigen Waffen? Hier, gut, Thorin hat... Thorin Jung ist es ja wieder. Hat wenigstens ein bisschen Waffen hier. Die wollten sich ja was aufbauen und dann kam die Ork-Armee, nachdem Smaug schon hier alles zertrümmert hatte. Ah ja, wir haben wieder neue Missionsziele. Hier müssen wir gleich rein und wir müssen drei von den normalen Wächtern, glaube ich, besiegen. Hier, von den normalen Orks. So? Nee, doch nicht. Na gut, dann machen wir das hier schon mal kaputt. Ah, und zack! Ach ja, das sind die, die drei goldenen. Schon etwas schwieriger. Nein, lass los. Ich will mich nicht mehr kombinieren mit dir. Und Viereck-Action. Ja, da, da. Und der ist K.O. Sehr schön. Und wieder Viereck-Action. Zack. Da verliert er gleich seine ganzen Arme. Seine ganzen 15 Arme. Du stirbst auch eine Runde hier. Ich massakriere sie. Oh mein Gott, Alter, das sind so viele, man steigt da kaum noch durch, beziehungsweise... Was ist denn da auf dem Boden? Ach so, sowas wieder. Ich denke mal, das ist irgendwas Besonderes. So, jetzt nehmen wir ihn. Währenddessen werde ich noch attackiert. Diese heimtückischen Orks. So böse. Und sind nur aufs Töten ausgelegt. Komm, jetzt verliere ich auch wieder was. So, der ist... Erste ist down, die Bogenschützen. Hier, za, 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 za. Später haben sie ja Elefanten, die alles ziehen, also... Sklaverei ist bei den Orks sehr, sehr hoch gesetzt. Ja, schnell kommen. Filmsequenz. Ich will nicht nochmal sterben. Bam! The King. Niederlage und Tod kam. Alle Schwuchteln fliegen hoch. Jetzt rastet er richtig aus. Allein. Nichts als einem Eichenast als Schild in Händen. Was? Warum hat er sein Schwert weggeworfen? Aus Schreck? Wir sind doch hier nicht bei Schreck. Haha. Sein Hammer. Hammer of Death. Aber die anderen Zwerge kamen zur Hilfe. Und jetzt beginnt der Boss Fight hier. The Epic Boss Battle. Ja, den kann ich wahrscheinlich... Da wird mir gleich bestimmt angezeigt. Aber ich könnte mir vorstellen, wieder so als Partner Kampf quasi. Und hier ist immer gut, wenn man... wenn die Gegner gerade beim anderen sind, hier O aufzuladen und dann das zu aktivieren, dann sind sie sofort tot. Haben wir gerade so ein Eisenteil zerstört? Mist, ich bin jetzt auch down gleich. Ja, ich hau einfach mal meinen Kameraden tot. Oh, wir haben ein Minikit gefunden. We have one Minikit. Awesome. Mist, wir hätten Viereck drücken sollen. Wird ja da angezeigt. Also es ist quasi so, man kann ja bei... Ah, das habe ich jetzt nicht gedrückt. Man kann bei Lego-Teilen nicht sterben, beziehungsweise man stirbt ja, aber so einen endgültigen Tod gibt es nicht. Man verliert nur seine Lego-Scheine, die man momentan im Spiel hat, nicht die ganzen. Das wäre ja noch heftiger. Das wäre auch mal eine Überlegung wert, sowas vielleicht zu machen.
Das würde dann nochmal einen wirklich animieren, alles zu geben, alles in die Waagschale zu werfen. Und da kommt die nächste Welle von diesen widerlichen Orks. Alter, wir haben fast wahrer Meisterdieb. Einfach nur Meisterdieb. Ja, so, wo ist er? Versteckt sich da oben und schlägt die Steine kaputte. Okay, da hätte ich ausweichen sollen wahrscheinlich. Wäre wahrscheinlich gar nicht so falsch gewesen. Hier müssen wir auf hier... Ach so, wir müssen da jetzt hochgehen. Ich verstehe. Und das kann wahrscheinlich nur wieder... Na, wer hat denn dieses schöne Schwert? Er nicht. Nee, das ist aber auch... Doch, er hat es. Ja, genau, wieder der hier. Zack, bumm, und jetzt können wir darauf springen. Jetzt bekommst du auf deine Fresse, du hässlicher Weiß... Weißer Ork nenne ich dich jetzt. Oder eher gesagt bleicher Ork. Hört sich noch besser an. Oh Mann, dann habe ich wieder versagt. Ich glaube, da verliert man ein Herz oder so. Hier! Und der Gnadenstoß! Gibst du auf? Natürlich nicht. Er hat auf jeden Fall eine robuste Attacke. Schlag. Der alles andere in den Hintergrund stellt. Also es wird ein großer Rückstoß produziert. So, mal sehen, was er jetzt ruft. Okay, mal sehen, wie wir raufkommen. Ah, warte, hier. Ach, warte, ich lese es durch. Verwende den Flegel, wie zum Beispiel den von... Ja, kennen wir ja. Also, dieser Tipp ist jetzt total unnötig gewesen eigentlich. Sehr schön. Er hat ihn in der Sekunde besiegt und da ich umgeswitcht bin, hat er es als mein Kill angesehen und somit habe ich ein Herz bekommen. Runterziehen die Säule! Und rauf da! So, zerstören und wahrscheinlich bauen wir dann wieder irgendwie eine Brücke zusammen. Achso, jetzt ziehen wir die großen Steine darunter. Mache ich doch gerne. Ach so, das ist so ein Fanghaken. So, und jetzt gibt's auf die Fräse. Ah, das habe ich wieder versiebt, ey. Und jetzt noch einmal. Das ist der Gnadenstoß. Jetzt ist er wirklich besiegt. Beziehungsweise er hat ja eine Verletzung am Auge. Glaube ich, so war's. Das finde ich richtig cool mit O4X. Da stehe ich drauf. Ach ne, das war die Hand, die wir ihm abgeschnitten haben. Stimmt, das war's. Und er greift sie sich, glaube ich, oder? Ach ne, der Zahn später. Die Hand rennt weg und er rennt hinterher. Also sinngemäß, natürlich, sind die geflüchtet. Weil er verletzt ist. Deswegen. Damals sagte ich mir, diesem einen folge ich in den Tod. Kann ich König nennen. Oder so. Und der bleiche Ork, was ist aus ihm geworden? Dieser Abschaum ist vor langem an seinen Wunden verreckt. Na, hoffen wir es mal, wer den Film jetzt kennt. Welche Vorwahl war es nochmal? Ja, wie gesagt, die ganzen Missionen werden lustig verpackt und ich finde das auch in Ordnung, solange die Hauptstory aufrechtgehalten wird. Azog der Schänder kroch in das Loch zurück. So, wieder die ganzen Charaktere, die wir hier einmal gespielt haben, werden jetzt auch nochmal freigeschaltet und wir können natürlich wieder neue kaufen. Haben jetzt 212.350 Rubins. 88%. Oh, das war knapp. Schade. Egal, wir werden eher normales durchspielen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich das nochmal in dem Let's Play mache. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part. Ich beende diese Aufnahmesession, die jetzt mal wirklich über 45 Minuten ging. Diese ganzen Punkte. Ich weiß nicht ganz, was das darstellen soll. Wanderwege vielleicht? Ich lasse es mal ausblinken.
Alles im Bereich von Eriador, in Hobbiton in der Nähe. Das sind Häuser oder Nebenaufgaben bestimmt, die freigeschaltet werden gerade. So, wir haben das Level abgeschlossen, aber haben leider kein Brot gefunden. Mit der Geschichte fahren wir erst im nächsten Part fort. Von daher, bis dann, ciao.